unsere Fragen aus dem Netz an euch. Als erstes Seppi. Wie schnell kann er mit Pelle Barroso fahren, haben wir glaube ich beantwortet. Die Mäusephobie lassen wir weg. Wie sieht die weitere Planung mit Staselita aus? Staselita wurde bereits vorbereitet zum Ecken. Sie gibt ihm Zugfeuer. Und geht diese Woche, lässt sie meine Anlage. Von? Massenziel. Schön. Rudi. Da beim Rudi haben wir eine Frage von Karl Krankel aus Wien. Ja, das ist schön. Da haben wir zwar eigentlich schon beantwortet, aber die Frage müssen wir nochmal stellen. Was war mit dem Sayers? Ob der vom vorletzten Start gegenüber dem letzten Start was abgenommen hat oder warum er jetzt auf einmal 12 geht? Oder war es doch nur die veränderte Taktik? Naja, 12 war jetzt etwa 30. Aber die letzte halbe 12 hat er recht. Ja, da hat er recht. Und der Markus hat auch gesagt, dass er da streng drin jetzt hat in 2 Wochen. Also ein Zeiger. Der Robert. Oder der Robert. Ja. Einer von den beiden. Mit Markus muss man das auch mal machen, wenn es genommen hat. Dann Sepp, haben wir auch noch eine Frage? Unbekannt. Also quasi ohne Namen hat er gefragt, welche Beziehung ist romantischer gewesen? Die von Sophia, die Tochter, und Andi Strobl oder Yvonne Strobl und deine? Also bei der Sophia muss ich selber fragen, wie das ausschaut mit der Romantik. Ich kann bloß für mich sprechen, bei mir war es eine sehr schöne Zeit. Ich erinnere mich gerne daran zurück. Und eine Frage haben wir noch an den Seppi. Wie kommt es bei Herrn Franzl zur Zusammenarbeit mit Frau Jaus? Hat sie mehr Pferde bei ihm? Wie kam Pelle Barroso zu ihm? Pelle Barroso ist zu mir gekommen im Transport. Von Hamburg nach München auf der Das passt beiseite. Pelle Barroso hat eine Anlage und ich glaube, dort war dort die mochten das nicht so gerne. Und die wollten, dass er nur geradeaus trainiert. Und aus dem Grund habe ich Pelle Barroso gekriegt. Den alleine? Nein, es waren zwei Pferde. Aber ist schön für so eine Frau zum Trainieren, oder? Schon, macht einen stolz, oder? Ja, gerne. Singen wir am Sonntagsbesitzadress? Ja, schon da. Okay. Dann vielen Dank für die tollen Interviews. Hat Spaß gemacht mit euch. Und wir hoffen auf einen guten Umsatz am Sonntag. Ja.